So, jetzt muss ich mal überlegen. Das war der erste, ne? Nee, der Das waren war die es Steine, wo nicht. ich gerade eben war. Das waren die Steine, wo du Von da aus warst. kommt man irgendwie zu einem Turm. Da ist Da ist das. die Höhle. Bärenfallen. Höhle. Meerhöhle. Da liegt eine Hülle. Da bin ich immer schon lang gegangen, während du gerade weg warst. Da kommt man unten durch so einen Durchgang, da kann man durchkriegen und da kommen direkt zwei von diesen Hellebardieren. Oh. Deswegen bin ich da schnell wieder weggelaufen. Da. So, davor will ich mal eben checken, was ich hier so benutzen kann. Du hast übrigens keine Heilung mehr. Oh. Verdorbenes Essen, das wird ja wohl als Heilung durchgehen. Oder nicht? Bestimmt. Schnaps. Gewährt Entschlossenheit auf Kosten von Gesundheit. Was ist das hier? Wirst du getroffen, während du verhärtet bist, gewährt dir dies einen Buff, der den... Mir reicht's! Zunächst erlitten den Schaden reduziert, alles klar. Einen Einblick in deine Hülle. Können wir das machen? Ja, Ja, ne? der gibt einen Willenpunkt. Ja, also einen Einblickpunkt. Ach so, ein Einblick, okay. Ja, ich drücke mich doch auch nur, Janis. Ich will doch da auch nicht rein. Ach so, ich will davor logischerweise mal eben den einen Pilz da oben holen. Also da ist ein Pilz. Der Tarpilz. Und hier ist Dann ein ist da ein normaler. Pilz. Und theoretisch ist ganz am Anfang noch ein Pilz. Es gibt aber nur noch einen Pilz. Vorher hat es noch mal zwei gegeben. Naja, komm, scheiß drauf. Bunke ist Bro, Bunke braucht keine Heilung. Gott. Das hast du gebrüllt. Sieht jetzt schon einladend aus. Grisha! Ah. Komm, mach was, ich will was sehen. Der ist nicht parierbar, der Angriff. Sprungangriff, okay. Schlag, Stich. Durchdreher, okay. Hat er auch ziemlich krasse Erholungszeit. Nach dem Einhätten hast du noch einen kurzen Moment, wo das perfekt ist. Oh, Scheiße! Das ist doch Mist. Okay, also bei dem Sprungangriff hinter ihm links steht. Oh, einen Dreier kann er auch. Alter, ist der ätzend. Geil, hab mich gerade verdrückt.
zieht er so blöd nach, der Pisser, ey. Okay, ich konnte es nicht parieren. Was war das? Und den konnte ich auch nicht mehr parieren. Irgendwas on est. Ich würde ihn ganz gerne nochmal machen, direkt am Anschluss. Klar. Hasse den Typen. Also den interessiert das Verhärten mal absolut gar nicht. Ich glaube... Ich überlege gerade, ob ich aggressiver reingehe. Also reingehe, dann verhärte, den Schlag noch durchbringe. Aber ich glaube nicht, dass du den irgendwie ins Straucheln bringen kannst, tatsächlich. Was, glaube ich, Sinn macht, ist den ersten Schlag in einer normalen Abfolge ausweichen und den zweiten verhärten und währenddessen schon Schlag anfangen. Weil er schlägt ja einmal, macht diesen Querschlag und dann sticht er einmal zu. Was es, glaube ich, auch Sinn macht, diese Hülle, die steht halt quasi deine Hülle darum, ne? Ja. Wenn du die einsammelst, heilst du dich dann damit wieder? Ja, aber ich weiß, dass er sich wahrscheinlich auch heilt, wenn du sein Gebiet hier verlässt. Ja, ja, klar, aber ich meine, die Hülle, die da jetzt rumsteht, dass man sich die quasi nochmal als Heilung aufbewahrt, weißt du? Ach so! Das ist aber gefährlich, ne? Klar. Gefährlich. So hast du gemeint, ne? Ja, yeah, genau. Jetzt habe ich es andersrum gemacht. Hast du gesehen? Und dann macht er den Dreier und ich bin im Arsch. Du kannst ja gucken, dass du ihn dazu bringst, dass er diesen Sprungangriff macht und währenddessen kannst du theoretisch eine Hülle einsammeln. Naja, das halt. Ja, hast du auf jeden Fall recht. Doof. Ja, das ist so ätzend, dieses Rausziehen aus dem Boden. Was ich kacke finde, ist, dass man, wenn man in die Höhle reingeht, man direkt wieder weiterkämpft und direkt wieder angreifbar ist. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Und tschüss. Toll. Vom Regen die Traufe oder was? Ah, da war ich ja gerade eben. Oder? Nee. Ich bin fast tot, Mann. Ja, du hast den Pilz halt auch nicht mitgenommen. Oder? Nee.
kostet wahrscheinlich auch. Ja. Achso, kostet Entschlossenheit, haben wir gar nicht. Gut, dann ist ja egal. Kannst du euch noch erzählen, okay, ich versuch den mal zu töten, vielleicht schaffe ich den ja. Ja. Oh, da ist eine Hülle. Und da ist auch irgendwas. Inschrift. Auch so ein Ritter, oder? Hm. Der sieht ja heiß aus. Ah, alles klar, sehe ich schon. Das ist ein Inquisitor oder sowas. Ja. Mit den Texten unten an den. Das kenne ich aus Warhammer. Was ist das eigentlich? Was sollst du eigentlich smart wäre? Wäre zurückrennen, an dem Vieh vorbei, weil jetzt hast du wieder volle Leben und dann direkt den Namen kaufen, oder? Und was ist mit den meinen? Liest du dies, lieber Bruder? Erinnerst du dich noch daran, wie wir uns als Gelehrte versuchten? Das waren einfachere Zeiten, als unsere Dilemmata lediglich hochgespielt waren, als Theorie herausgeputzt. Okay. Geht's hier denn noch weiter? Nee. Also müssen wir wieder zurück. Ich finde schon, dass es, glaube ich, Sinn macht, tatsächlich zurückzulaufen und erst den Namen zu holen. Wir haben auch genügend Tar. Ja. Vielleicht gefällt uns da ja irgendwas. Der hat wesentlich mehr Leben, oder? Ein bisschen. Aber der hat dafür ein bisschen weniger Ausdauer, oder? Aber alles so im Rahmen. Also es hat sich nicht viel geändert. Haros der Vassal. Das war der erste. 5 Haltbarkeit, 5 Ausdauer, 5 Entschlossenheit. Oh ja. Jetzt haben wir hier 7 Haltbarkeit, 5 Ausdauer, 10 Entschlossenheit. Was? Ich muss gerade sagen, der ist voll auf Entschlossenheit. Der ist halt wahrscheinlich richtig geil, wenn du parryen kannst. Wenn du das drauf hast mit dem Parry, dann kannst du dich ja ständig heilen mit dem. Der hat einen Dingshelm, einen Topfhelm auf. Das wird ein Tank sein. Also Leben. Und das wahrscheinlich auf Ausdauer. Ja, das denke ich nämlich auch. Das macht aber ja voll Sinn, das ist ja voll geil. Laufe ich erst vorbei? Ja, ich will erst wissen, wer das ist. Wo ist denn der Ausgang? Rechts, ne? Ja. Hat wieder volle Lebenspunkte? Ja. Kann ich den in die Fallen locken? Ich glaube, der wird sein Gebiet nicht. Okay, doch, einfach das Gebiet. So, dass du selber nicht reinläufst, ne? Ah, okay. Er verlässt das Gebiet. Okay, das heißt, das ist ein optionaler Miniboss. Der mir jetzt danach vermöbelt hat, schon einmal. Wahrscheinlich soll man den machen, um an die Hülle zu kommen. Ach so, siehst du, ich wollte ja gucken. Ah, siehst du. Jetzt sieht er da. Geil. Ah ja. Ich bin mal gespannt, was der kann. Das heißt, die Items, die wir haben, sind tatsächlich um im Spiel, in der Welt, die Hüllen zu wechseln oder die Waffen. Ja. Sip this and you'll see. Also der gute Haros ist ja auf, was haben wir gesagt, Verhärten und Einblicke. Ja, 500, ja. Gucken wir mal. Existence is a curious matter. The greatest triumph in the universe, gifted and squandered. I shan't make the same mistakes as my brother. When the moment comes, I'll exercise restraint. Oh, krieg Gänsehaut bei so einer Stimme, ey. Im Uhrzeigersinn. Beim Reden mit einem NSC erhält Salomon ein Entschlossenheitssegment. Salomon wird schneller mit Gegenständen vertraut und erhält einen Einblick, wenn er zum ersten Mal Überlieferungen liest. Oh!
Die Verhärtungsdauer deiner Gegner bei der Trennung von Salomon erhöht sich. Oh, nice. Beim Halten einer göttlichen Glandula erhält Salomon 25 zusätzliche maximale Gesundheit. Ohne Halten einer Glandula erhält Salomon ein maximales Entschlossenheitssegment. Das ist eine Waffe wahrscheinlich, ne? Kann sein, ja. Salomon hat eine Chance, sich zu heilen, wenn er eine Waffenfähigkeit zum Töten eines Feindes einsetzt. Das Töten eines Gegners mit einem verstärkten Konter gewährt die Chance, deine Entschlossenheit vollständig zu regenerieren. Yo! Und heilt dich, ja. Das ist ein Traum. Ey, er hat 10! Einen besseren Skill kannst du gar nicht haben! Salomon hält eine kleine Menge Entschlossenheit, wenn er verhärtet getroffen wird. Alles klar. Er ist auf Entschlossenheit. So, soll ich nochmal oder was? Ja, du! Ah, nee, der hat, guck mal, der hat die Heilfähigkeit, oder? Doch, hat er. Ja, nee. Sieht immer so komisch aus, wenn du verhärtet. Achso, Pilz. Ja. Hat er dasselbe Moveset? Ja, ne? Ja, hat er. Ja, hat er auch dieselbe Waffe. Okay, dann ist das waffenabhängig. Heißt also auch, du kannst wahrscheinlich mit jeder Hülle jede Waffe tragen. Das finde ich auch schon mal cool. Naja, gut, aber wenn die unterschiedliche Ausdauer und so weiter haben, ne? Machen unterschiedliche Waffen halt mehr Sinn. So, ich gebe mir jetzt richtig Mühe. Jo. Waren seine letzten Worte. Ein verfluchter Schlag. Ich hab nicht genug Ausdauer, wenn ich ihm ausweiche. Der baut aber echt schnell Schocken, Alter. Und wieder zu dicht dran, es ist zum Kotzen, ey. Da muss, glaube ich, an der Seite von ihm stehen. Links von ihm. Okay. Alles klar. Nicht parierbar ist, also auch nicht verhärtbar. Oh doch, der war verhärtbar. Boah, ist der ätzend! Er steht dann immer manchmal so wie angewurzelt da. Ja. Aber ist eh egal, weil ich bin schon einmal aus der Hölle rausgeflogen. Nee, Grisha, nicht mit mir. Yes, slowly now. Wir können nicht mal was bei ihm steigern. Achso, weil Einblicke bei ihm fehlen. Ich wollte gerade sagen, das heißt also, die Einblicke sind wirklich hüllenabhängig. Ja, das sind jetzt keine mehr. Das ist sehr interessant. Habe ich denn mit Haros noch welche drinne? Ja. Jo. Also ist das Tar nur, abhängig. Unabhängig. Mhm.
Und der andere hat auch tatsächlich eine Entschlossenheit, maximale Entschlossenheit mehr. Was er ja nicht hätte, wenn wir dieses goldene Grischer hätten, hätte er mehr aus. Ja, also wenn, dann würde ich es ja mit dem anderen probieren. Weil mehr Entschlossenheit. Achso, der liegt hier. Der Gelehrte. Na komm, ich mach nochmal. Zum Abschluss. Ich weiß gar nicht, wie weit wir sind. Bunke versucht die ganze Folge einen Mob zu töten. Der Pilz müsste wieder da sein. Sind erst bei 22 Minuten. Ah! Toll! Er ist noch nicht wieder da. Echt jetzt? Chillt in der Falle? Ah, da ist doch ein Gegner. Jetzt hättest du doch einen entschlossen, um mich wieder zu heilen. Ah ja, guck an. Vier Gegner oder so, ne? So aus. Und Entschlossenheit baut ab. Angefangene Balken, hast du gerade gesehen? Ich bin doch beachtet, ne? Angefangene Balken bauen dann wieder ab, ey. Das ist ja richtig zum Kotzen. Ja, langsam, aber irgendwann bauen die wieder ab. Das ist gemein. Du bist gezwungen, die ganze Zeit weiterzukämpfen. Warum sind hier nirgends Pilze, Mann? Ganz am Anfang, wenn jetzt gerade drin geht, ist nur einer. Ah! Nur auf dem Rücken müsste der andere ja auch wieder ready sein. Hier sind schon mal zwei. Bei dem anderen kriegst du nur einen. Da warst du auch schon, ne? Ganz unbedingt lang gelaufen, ne. Bin da über lang gelaufen. Da drüber? Okay. Ja. Kommt aber auch selber hinaus, sehr gut. Okay. Hier. Ich bin durchgelaufen und da waren nur die zwei anderen Viecher drin. Ah, diese, wo ich eben einen von bekämpft habe, ne? Ja. Okay. Jetzt pariert oder war das ein... Pariert. Und du hast also kurz bevor dich getroffen hast, hast du geblockt oder was? Oder wie? Nee, L1. Ja, yeah, also kurz vor dem Treffer oder was? Dieses Siegel da, ja. Alter, kotzt mich diese Gegner einfach nur an! Mir, du Bastard!
krass. Du hast es also schon mal raus. Ich werde auf jeden Fall schon mal dein Charakter werden. Erstmal. Ich habe, ja, das ist. Ich muss diese Dark Souls-Attitüde anlegen. Die ist so anders als bei Bloodborne mit dem Parierschuss, hätte ich fast gesagt. Die haben hier. Hast du mal die Skelette gesehen in Dark Souls 1, wie die gerade angreifen? Das ist gruselig. Ich erinnere mich nur noch an die aus Demon's Souls. Oh, da habe ich zu früh losgelassen. Da kann dann erschlossen werden, ne? Wir sind keine Gegner mehr. Man muss echt konstant Schaden machen, um die voll zu kriegen. Hä? Von da kommen wir. Von hier kommen wir? Das ist der obere Weg, über den ich mal gelaufen bin. Oh. Das heißt, da ist nur noch dieser Tunnel, ne? Jo. Okay, also den ersten und zweiten Gang kommen wir nur zu diesem Tunnel. Und ich bin fast in die Falle gelaufen. Ach, auch schon 3-4 Mal. Ich warte jetzt aber auch darauf, dass du reinläufst. Da bin ich vorhin lang gelaufen und hier links waren diese Steine, oder? Nee. Nee, die sind in die Richtung, wo du gerade lang gelaufen bist. Da oben ist auf jeden Fall schon mal eine Armbrustschütze. Das ist doch ein komplett neuer Weg, den sind wir noch gar nicht gelaufen. Ich kann momentan nicht parieren. Parieren kannst du immer. Du kannst dich heftig parieren. Ja, parieren kannst du immer. Aber das Siegel leuchtet auch nicht, hast du gesehen? Das Siegel ist ja, glaube ich, nur verhärtet. Das geht nicht. Ach shit. Hä? Ich kann nicht parieren. Dann musst du dann nochmal. Ich habe so verstanden, dass man parieren immer kann. Nur nicht dieses verstärkte Parieren. Habe ich auch so verstanden. Okay, er hat sich einfach mitgedreht. Schön. Sag ich nichts zu. Regt mich nur extrem krass auf. Also das war Tracking vom Feinsten, ey. Das war wieder das absolute Ultimo-Tracking. Vor Anna, hey. Ja. Naja, liebe Leute, das ist ein Phänomen, wenn der Gegner seine Bewegung macht, während ihr eure krasse Ausweich sonst was hochsprint, sonst wohin Move macht. Der connected halt ist eine Zeitpunktgeschichte. Das ist auch schon das ganze Geheimnis von Tracking, ey. Das werden die auch niemals irgendwie vernünftig hinbekommen. Ist ja gar nicht möglich. I've kept your flesh safe, Foundling. Ah! So. Janis ist dran. Kein Bock mehr auf das Scheißspiel. Tschüss.